Dieses Video thematisiert das passende Setup beim Driver. Viele Golfer schaffen es nicht ansatzweise, den Ball so weit zu schlagen wie die Profis. Das liegt zum einen daran, dass sie nicht dieselbe Schlägerkopfgeschwindigkeit erreichen, häufig aber auch daran, dass sie den Ball nicht in der Aufwärtsbewegung treffen. Ich zeige dir nun in diesem Video, wie du ein passendes Setup einnehmen kannst, um den Ball konstanter in der Aufwärtsbewegung zu treffen, dadurch weiter zu schlagen. Und im Anschluss zeige ich dir noch eine geeignete Routine, wie du dieses Setup immer wieder konstant einnehmen kannst. Mein Name ist Erik Buhle und ich bin Coach bei Birdie Train. Viel Spaß bei diesem Video. Beginnen wir nun mit dem ersten Checkpunkt, und zwar der Balllage, der Ballposition. Denn beim Driver ist es so, dass der Ball deutlich weiter links der Mitte liegt, also näher zum Ziel. Das bedeutet auch, dass wenn ich mich jetzt so an den Ball stelle, dann befindet sich mein Oberkörperzentrum deutlich hinter dem Ball. Das ist eine Sache, die wir beim Driver unbedingt haben wollen, denn das hilft mir, den Ball in der Aufwärtsbewegung zu schlagen. Das bringt uns aber auch direkt zum zweiten Checkpunkt, und zwar der Standbreite. Das heißt, wie weit auseinander stehen meine Füße. Denn wenn ich jetzt deutlich schmaler stehe und ich habe jetzt die Ballposition nicht verändert, sondern der Ball liegt immer noch auf Höhe der linken Ferse, dann siehst du aber, dass sich das Verhältnis zwischen der Ballposition und meinem Oberkörperzentrum verändert hat. Der Ball liegt nicht mehr deutlich vor dem Oberkörperzentrum, sondern fast auf der gleichen Höhe. Das heißt, wenn ich zu schmal stehe, wird es dir auch schwerer fallen, den Ball noch in der Aufwärtsbewegung zu schlagen. Heißt also, wir benötigen für den Drive auch einen etwas breiteren Stand. Dabei würde ich auch zur Orientierung wieder die Schultern dazu nehmen und nutzen, denn ich fühle jetzt, dass so mein Mittelfuß genau unter den Schultern liegt. Das bedeutet aber auch, dass die Außenkante meiner Füße etwas breiter, etwas weiter außen ist als meine Schultern. Also ich stehe etwas breiter als schulterbreit. Und wenn ich mich jetzt so an den Ball stelle, dann spüre ich auch schon, dass ich den Ball in der Aufwärtsbewegung schlagen möchte. Das bringt uns dann zum dritten Checkpunkt, und zwar meinen Schultern. Denn ganz entscheidend ist, dass die Schultern nicht zu stark nach hinten kippen. Das sieht man häufiger mal, dass die Leute bewusst durch eine nach oben gezogene linke Schulter diese Aufwärtsbewegung erreichen wollen. Das ist dann aber teilweise zu extrem und führt dann tendenziell auch zu schlechter getroffenen Bällen. Und schlechter getroffene Bälle werden dementsprechend auch nicht weiterfliegen. Also, wir merken uns, Standbreite, etwas breiter als schulterbreit, Ballposition, Innenkante, linker Fuß. Meine Schultern sind dadurch schon automatisch etwas nach rechts gekippt. Und jetzt kommen wir dann zum vierten Checkpunkt. Und den vierten Checkpunkt gucken wir uns aus der Down-the-Line-Perspektive an, also von der Seite. Und wenn ich mich jetzt noch einmal so zum Ball stelle, dann ist jetzt ein weiterer wichtiger Checkpunkt, dass die rechte Schulter nicht nur ein bisschen nach unten gekippt ist durch die Verlagerung des Brustkorbes hinter dem Ball, sondern auch eher hinten bleibt. Das heißt, meine Schultern zeigen zum Ziel oder tendenziell rechts vom Ziel, denn was auch sehr beliebt ist, den Brustkorb zum Ball zu drehen, also zu sehr so zu stehen, dass die rechte Schulter vorne liegt, und das fördert eine zu steile Schwungbahn, und zu steil bedeutet auch, dass ich ihn nicht in der Aufwärtsbewegung treffe. Heißt, vierter Checkpunkt, Schulter ist etwas zurück, und ich spüre auch dadurch schon, dass ich gewollt bin, den Ball mehr von innen, von der Seite zu schlagen und dementsprechend auch stärker in der Aufwärtsbewegung. So, diese vier Punkte finde ich sehr relevant für eine optimale Aufwärtsbewegung.
Im Folgenden zeige ich dir dann noch eine sehr schöne Routine, wie du diese Position immer wieder erreichen kannst. Folgende Routine empfehle ich für den Driver. Ich stelle mich mit den Füßen vor dem Ball, zum Ball, und möchte ihn dann an die Innenseite des linken Fußes legen. Jetzt mache ich mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zur Seite, nach rechts, stelle den Schläger dann mit der linken Hand zum Ball. Jetzt kommt die rechte Hand seitlich dazu und ich spüre auch dadurch, dass sie seitlich dazu kommt, ist meine rechte Schulter etwas zurück, etwas tiefer und ich habe ein sehr gutes Setup für den Driver eingenommen. So simpel kann es sein. Das Ganze zeige ich dir auch noch einmal von der Seite. Stelle mich so passend zum Ball. Schmaler Stand. Jetzt mache ich mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zur Seite. Rechte Hand kommt seitlich an den Griff hinzu und fertig. Nun fühle ich richtig, ich spüre, wie ich den Ball optimal in der Aufwärtsbewegung schlagen kann.